Ich habe heute für den Zusammenhalt getan, dass ich einer Kollegin einfach gesagt habe, pass auf, du hast jetzt schon so viel draußen in der Kälte gestanden, komm, geh mal rein, ess was, ich mach das jetzt mal kurz und dann hast du auch mal ein bisschen Zeit für dich und kannst dann einfach entspannt nochmal in den nächsten Teil des Tages starten. Ich habe zufälligerweise eine Kollegin kennengelernt, die eigentlich auch bei mir in Freiburg eine direkte Kollegin ist, wir aber nichts voneinander wussten und wir wurden uns jetzt vorgestellt und ich glaube, da kann sich ein wunderbarer Zusammenhalt ergeben für die nächsten Jahre. Ich habe heute einem älteren Herrn im Hotel mit dem Koffer geholfen. Ich habe ganz viele Kekse von Caritas International verteilt. Die Bärchen. Und Schlüsselanhänger. Ich habe heute schon ganz viele Leute sich gegenseitig vorgestellt, die ich bisher nicht kannte. Für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Ich habe hier die ganzen Standaufsteller mit Kaffee versorgt und mit Gepa-Kaffee, mit dem leckeren Fairtrade-Kaffee. Und die waren alle happy drauf, dass es Cappuccino gibt, dass es normaler Kaffee Espresso gibt. Und unser Barista-Spezialist ist für die ganze Messe hier. Wunderbar. Wir haben diesen Stand aufgebaut, um damit für alle kirchlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Vorteile anbieten zu können, die sie für sich und auch für ihre Einrichtung nutzen können. Ich habe heute schon was auf der Straße verschenkt. Also, ich habe gerade die Technik vom Jan-Caritas-Stand wieder auf Vordermann gebracht, sodass wir unsere Aufgaben und Arbeit besser präsentieren können. Und ich habe ungefähr 600 ankommende Besucher für diesen Kongress heute mit einem kleinen Überraschungsgeschenk begrüßt. Ich glaube, dass ich ganz viel dafür getan habe, indem ich bereitwillig mich auf alle Aktionen eingelassen habe, die man mir vorgeschlagen hat heute. Ich habe heute Morgen mit zwei Kollegen unseren Stand der Freiwilligendienste aufgebaut. Und mit den Freiwilligendiensten der Caritas versuchen wir, einen ganz wertvollen Akzent zu setzen, junge Menschen für soziales Engagement zu begeistern, ihnen Erfahrungen zugänglich zu machen. Und das ist, glaube ich, ein guter Beitrag, um Zusammenhalt in unserer Gesellschaft zu stärken. Ja, heute Morgen zu nachtschlafender Zeit erreichte mich eine Streamer-Nachricht meiner Tochter, dass ihr kleiner zweijähriger Sohn die ganze Nacht durchgekotzt hat und dass sie sämtliche Handtücher der Familie in der Waschmaschine haben. Und dann bestand mein Beitrag zum familiären Zusammenhalt darin, dass ich ihr gesagt habe, sie soll doch bei meinem Mann vorbeifahren. Der wohnt nur 5 Minuten entfernt. Wir hätten da noch eine ganze Menge Handtücher. Und ich glaube, die Reaktion meiner Tochter war ein deutlicher Beleg dafür, dass ich da den richtigen Tipp gegeben habe und den Zusammenhalt an dem Teil der Familie befördert habe, ebenso wie die gute Laune.